Danke auf jeden Fall vielmals für deinen Sub. Ich werde gleich die Geschichte erzählen, Leute. Gleich, Leute. Setzt euch ans Lagerfeuer. Ich werde euch eine Geschichte erzählen, ne? Ja. Um mal wieder den alten Sack raushängen zu lassen. Lori, tausend Dank für deinen Host. Ich hoffe, du hattest einen geilen Stream. Vielen Dank hier an alle, oder schönen guten Tag an alle, die hier von Lori gerade rüberkommen. Und schön, dass ihr da seid. Und Lori, danke nochmal für deinen Sub auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich bin hier gerade wieder so übelst konzentriert, Leute. Ihr merkt das schon. Ich hole hier so wieder anderthalb Kills oder so. Und, also ich hole nicht mal anderthalb Kills. Ich wäre froh, wenn ich anderthalb Kills holen würde. Aber ich hole gerade gar keine Kills. Ich erzähle gleich die Geschichte, Leute. Was ich so, wie das bei mir mit Twitch angefangen hat. Und, was ich so für bisher für Sachen gemacht habe. Und wie es mir ergangen ist. Bezüglich, hattest du schon immer so viele Viewer, ja? Das war nämlich definitiv nicht so. Niemand hat so viele Viewer von Anfang an. Außer man hat YouTube gemacht oder so. Oh, erstmal Luft holen, ey. Cyrus Opa, erzähl uns eine Geschichte. Ja, ich bin gleich dabei, ne? Ich muss doch noch schnell meine Tabletten nehmen. Die bunten mit den Tänzern drauf. Die machen mich immer so lebendig. Wow. Nice. Russak, willkommen zurück, mein Freund. Wie geht es dir? Ach, wieso benutze ich denn mein Q? Oh, Baby. Na, doch. Hier noch den Tate gesprengt. Sehr schön. Zack, Nonkel Gold. Läuft. Okay. Ich fange jetzt mal an, die Geschichte zu erzählen. Wie das bei mir mit Streaming angefangen hat, durch was für Sachen ich durchgehen musste. Und dass nicht alles Gold ist, was glänzt, Freunde. Ja? Und Dankeschön gerade für den Follow, Jaden. Und, Jaden, Creeperboy, Advis, Sir Tomo. Ja, Sir Tomo hatte ich schon. Vielen Dank auf jeden Fall. Also, pass auf. Wie bin ich überhaupt zum Streaming gekommen? Wie kam das, ja? Bei mir war es so, ich hatte mir damals mal das Sprunggelenk gebrochen am Fuß, ja? Ich war dann 6 Wochen bei meinen Eltern, weil ich einfach in meiner eigenen Wohnung nicht mehr allein leben konnte, weil ich einfach nicht mehr rausfahren konnte, um mir was zu essen zu kaufen und in einer anderen Stadt gewohnt habe. Da haben meine Eltern, habe ich jetzt 6 Wochen bei meinen Eltern gewohnt. Ich habe dann 6 Wochen lang fast nur gezockt und hatte zu dem Zeitpunkt noch nichts mit Stream zu tun. Das war irgendwann 2012, ja? Danke auch für den Fall, gerade Dustin. Und habe dann nichts mit Stream zu tun gehabt. Ich wusste nicht mal, was ein Stream ist. Ich kannte Twitch nicht, ich kannte gar nichts. Das war 2012. Und dann kam Guild Wars 2 raus. Da hatte ein Kollege von mir gemeint so, Alter, hier Guild Wars 2, ich weiß ja nicht, ob ich da zocken will, ne? Kann mal einer von euch einen Streamer machen? Da habe ich gesagt, was ist denn ein Stream? Ja, ich habe gefragt, was ist denn ein Stream? Ich hatte keine Ahnung, wirklich, ich wusste nicht, was ein Stream ist. Dann hat er mir das erklärt und hat gesagt, hier, ich sag so, ja, wie mache ich das denn? Sagst du, ja, du musst XSplit benutzen. Ich hab gesagt, okay, benutze jetzt XSplit. Hab mir dann hier einen Account auf Twitch gemacht, hab XSplit benutzt und hab für ihn gestreamt, damit er sich Guild Wars 2 angucken konnte. Wir waren halt damals ein ziemlich gutes Guild Wars 2 Turnierteam, was wir gespielt hatten, und das war halt schon ganz cool so. Und dann habe ich im Endeffekt dadurch, habe ich das erste Mal dann von Twitch erfahren und habe damit dann die ersten Steps gemacht so. Hatte dann noch irgendwann 20 Zuschauer, weil wir in der Arena wohl echt abgegangen sind. Also wir sind halt echt abgegangen. Und hab dann aber gar nicht gemerkt, dass ich 20 Zuschauer hatte, weil ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Ich hab nur gesehen, okay, wir gucken 20 Leute zu. Und ich hatte dann meinen ersten Follower gekriegt und was weiß ich nicht. Und dann habe ich halt erstmal wieder aufgehört, hab dann irgendwie 2-3 Tage für ihn gestreamt, hat er gesagt, jo, sieht gut aus und so, und dann habe ich da wieder sein lassen. Und dann war mein Bruch war dann irgendwann geheilt und ich war wieder zu Hause. Und dann habe ich so gedacht, so, boah, jetzt hätte ich mal wieder Bock auf WoW gerade. Was ist eigentlich mit diesem Streaming? Soll ich jetzt einfach mal nochmal streamen? Und hab dann gesagt, okay, ich streame jetzt einfach mal. Alles klar, schönen Abend noch, Lori. Danke nochmal für deinen Host, danke für deinen Sub und ich wünsche dir noch einen geilen Abend. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt so, yo, hier, wie sieht das aus? Soll ich mal nicht einfach zu Hause streamen, ne? So ein bisschen WoW streamen. Nichts dabei gedacht, ne? Erstmal so, ja, mach's einfach mal. Habe ich WoW gestreamt und ich sag euch das, ich habe das dann doch ein bisschen ernster genommen und so. Aber ich habe halt die ersten 2 Monate oder so, ne? Die ersten 2 Monate, die ich gestreamt hatte, habe ich zwischen 1 und 5 Zuschauer, vielleicht zwischen 1 und 10 Zuschauer, hatte ich ganze 2 Monate lang, ja? Also 2 Monate lang wirklich 1 bis 10 Zuschauer, je nachdem. Und dann auf einmal kamen halt Leute dazu und haben mir gefolgt und waren dann auch öfters da. Dann hatte ich auf einmal 20 Zuschauer, dann hatte ich auf einmal 30, dann hatte ich auf einmal 40.
Und irgendwann hatte ich dann 70, ja? Dann hab, zu dem Zeitpunkt habe ich 3 Monate gestreamt. Da hatte ich 400 Follower und dann irgendwie 70 Zuschauer. Also, war meine Peak. Also höchste, was ich hatte da zu dem Zeitpunkt, waren 70 Zuschauer. Mit 70 Zuschauern war ich natürlich schon gut dabei, ne? War ganz okay, aber ich war immer noch blutiger Anfänger, ja? Und hab dann halt... Oh, fuck. Hab dann halt... erstmal aufgehört zu streamen. Wegen einer Frau. Ja, da war eine Frau und so, dann habe ich mal mehr Zeit mit der verbracht und so. Hab aufgehört zu streamen, hatte auch nur 3 Monate bis dahin gestreamt. Und hab dann, ungefähr 9 Monate gar nicht gestreamt. Und hab dann mit Hex Shards of Fate angefangen. Hex Shards of Fate war damals ein neues Spiel, Trading Card Game, was zu dem Zeitpunkt neu rausgekommen ist. Und hab dann damit angefangen, bin auch da echt steil gegangen. Also, ich hatte am Anfang nur irgendwie 20, 30 Zuschauer. Und immer wenn das Spiel größer wurde, wurde ich mit größer. Weil ich halt echt bekannt war in dem Spiel auch mittlerweile. Und ich wurde auch nach Amerika eingeladen, 2-mal von der Firma. War dann 2-mal in Amerika über Hex Shards of Fate. Hab dann da bei Events mitgeholfen und so, solche Sachen. Hatte aber nach 2 Jahren in Anführungsstrichen nur 2700 Follower und die Zuschauerzahlen gingen immer weiter zurück so. Die Zuschauerzahlen gingen halt immer weiter zurück und dies, das und das Spiel ging nicht mehr weiter, es war alles stagniert so ein bisschen. Das Spiel ist ein super Spiel, die Leute, die da arbeiten, sind super cool, die Community ist geil. Solltet ihr mal ausprobieren, wenn ihr auf TCGs steht. Oh mein Gott. Aber wie auch immer, ich hab dann gesehen, Overwatch kommt raus. Das ist dann jetzt, wir springen jetzt gerade mal 2 Jahre in der Zeit. 2700 Follower hatte ich zu dem Zeitpunkt, ja. Ich hatte am Ende nur noch in Anführungsstrichen eine Zuschauerzahl von 100. Aber wenn man überlegt, ob man 2 Jahre ein Game macht, dann ist das schon echt viel Zeit, ja. Und hatte dann gesehen, Overwatch kommt raus, hatte eine Einladung für Overwatch gekriegt und hab dann gesagt, okay, ich werde jetzt Overwatch streamen und einfach mal gucken, ob es mir gefällt. Und da ist im Endeffekt das passiert, was jetzt passiert ist. Ich habe jetzt halt dann auf Englisch gewechselt am Anfang, habe ich auf Englisch Overwatch gestreamt. Hatte aber dann ein Team aus 4 deutschen Leuten auf einmal. Und habe dann mal ganz spontan gesagt, ich mache jetzt mal einen deutschen Stream. Und auf einmal habe ich gemerkt, das kommt irgendwie super gut an, wenn ich auf Deutsch rede. Also das ist auf jeden Fall besser. Das kommt viel sympathischer rüber, weil ich viel natürlicher bin. Weil ich im Englischen, ich kann sehr gutes Englisch, ja. 2 Jahre, 6 Stunden Englisch am Tag. Ich kann perfektes Englisch sprechen. Aber im Endeffekt so, ich sag mal, wenn man halt in seiner Native Language spricht, also wenn man jetzt hier auf Deutsch spricht, dann ist man einfach ein bisschen lockerer, man ist ein bisschen entspannter und scheinbar kam das sehr gut an. Und habe jetzt seit 6 Monaten Overwatch gestreamt ungefähr, mit diesen 2 Monaten Beta-Pause dazwischen, oder sagen wir 3 Monate Beta-Pause insgesamt. Das war die einzige Pause, die ich gemacht habe. Ich habe keine Pause gemacht, sondern ich habe weiter gestreamt, aber andere Games. Habe also seit ungefähr 6 Monaten jetzt auf Deutsch gestreamt. Und bin jetzt von 2700 Follower halt auf, wir sind jetzt glaube ich knapp bei 9000 oder so. Also knapp über 9000 sind wir jetzt. Und ich hatte mir für dieses Jahr als Ziel eigentlich vorgenommen, 10.000 Follower zu erreichen. Ich denke mal, das wird jetzt schon irgendwie drin sein. Und nochmal danke dafür, Leute. Und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich halt, jetzt kann ich auch sagen, ich bin auch Shoutcaster, weil ich mittlerweile im Shoutcasting halt sehr aktiv bin für Overwatch. Ich bin der einzig wirklich etablierte deutsche Shoutcaster, würde ich behaupten. Ich bezeichne mich einfach so. Ich denke, ich will jetzt nicht arrogant sein oder so, aber ich denke, das kann man wirklich sagen, weil ich halt der Einzige bin, der es wirklich seit 2 Monaten konstant macht oder so. Der Carry. Und das auch alles organisiert und so weiter. Also nicht jetzt Games organisiert, sondern halt da alles organisiert. Und ich denke halt, dass ich auf einem guten Weg bin, da wirklich... allein heute waren es über 100 Follows. Nein, Ferdi, heute waren es über 400 Follower. Heute waren es über 400 Follower, wirklich krasser Scheiß. Und ich denke, ich bin jetzt gerade auf einem guten Weg. Aber ich muss sagen, Leute, ich habe euch jetzt die ganze Geschichte erzählt, ja? Dario, danke schön für dein Follow. Ich habe euch die ganze Geschichte jetzt erzählt, Leute. Und ich bin niemand, der irgendwas für selbstverständlich nimmt, ja? Ich nehme nichts für selbstverständlich. Ich weiß, wie viel Arbeit ich in diese ganze Sache reinstecke. Aber ich weiß wirklich zu schätzen, dass so viele von euch auch wirklich täglich hier hinkommen. So viele Leute kommen hier täglich wieder und genießen einfach mit mir eine geile Zeit. Und das feiere ich einfach, ja. Deswegen macht es mir auch unglaublich Spaß, was ich mache. Ich finde es einfach extrem geil. Ich finde es extrem cool, was ich machen kann und dass ihr mir das ermöglicht so. Weil, ich sag mal, da ist natürlich auch, da steckt viel Blut, Schweiß und Tränen drin. Und ihr gebt mir halt auch das Gefühl einfach so, dass es das wert ist, ja. Also, ihr zeigt mir jeden Tag, dass es das wert ist. Ihr zeigt mir einfach jeden Tag, wie sehr ihr das feiert, was ich tue und dass es euch gefällt.
Und ich find's einfach geil. Ja, deswegen macht mir das Ganze einfach Spaß. Und ja. Ich bin gerade am überlegen, dass ich da denke, ich habe jetzt so eine krasse Geschichte erzählt.